Ich möchte heute von einer Begebenheit oder eine Begebenheit mit euch anschauen, wo Gott so wichtig war, dass man sie dreimal in den Evangelien findet. Wir werden miteinander Levi begegnen. Der meiste von uns wird er unter dem Namen Matthäus allerdings ein bisschen bekannter sein. Er ist ein grossartiges Beispiel dafür, dass wir Menschen Jesus brauchen, Gott brauchen. Einerseits, wenn es um unsere Rettung geht, aber andererseits auch, wenn es um unser Leben geht. Und das werden wir am Beispiel aus seinem Leben miteinander entdecken. Aber bevor ich zu ihm komme, glaube ich, ist es hilfreich, wenn wir einen kleinen Schritt weiter führen gehen. Im Lukas Kapitel 5, Vers 26, da heißt es: Da gerieten alle außer sich vor Staunen und priesen Gott. Voller Ehrfurcht sagten sie: Heute haben wir unglaubliche Dinge erlebt. Die Leute, die Jesus erlebt haben, die sind aus dem Häuschen gewesen, oder heute würde man sagen, geflasht gewesen. Das, was abgegangen ist, so etwas haben sie nie erlebt. Und das ist deren Begegnung von Jesus mit dem Levi vorausgegangen. Was ist passiert? Warum, denkt ihr, könnte es sein, dass die Leute so begeistert sind von dem, was sie erlebt haben, dass sie anfangen, Gott zu preisen und aus dem Staunen nicht rauskommen und voller Ehrfurcht sagen, hey, so etwas haben wir noch nie erlebt. Was könnte da passiert sein? Jesus hat ein Wunder da, aber das hat er ja noch manchmal gemacht, oder? Das, was da damit zusammenhängt, das, was da passiert ist, ist, dass Jesus einen gelähmten Mann sieht, auf ihn zugeht und ihm was sagt? Stand auf und nimm dein Zeug und geh heim. Hat er das gesagt? Nein. Er hat gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Leute, die Pharisäer, die Schriftgelehrten rundherum, die sind geschockt gewesen. Was sagt der Mensch? Was mutet er sich eigentlich an, etwas zu sagen? Dir sind die Sünden vergeben, das kann nur Gott. Und haben Jesus als ein Gotteslästerer abstempeln. Und ihm alle Schande wollen sagen dafür. Und dann wisst ihr, was Jesus gesagt hat, wie er reagiert hat. Wer kennt die Story? Jetzt kommt sie vielleicht langsam wieder. Was sagt Jesus? Was ist für ein Unterschied, zu dem Menschen zu sagen, komm, stand auf, oder deine Sünden sind dir vergeben? Und dann sagt er, aber damit ihr das glaubt, dass ich in der Lage bin, Sünden zu vergeben, darum sage ich zu dir, stand auf und bist gesund. Und dann, was ist passiert? Was dazu geführt hat, dass die Leute nicht mehr aus dem Staunen rausgekommen sind und Gott gelobt haben. Der Mann ist aufgestanden und ist umeinander gelaufen. Jesus, er hat Macht, Sünden zu vergeben. Aber Jesus hat den Mann gesehen und er hat gewusst, das, was der Mann braucht, ist nicht vor allem, dass er wieder rumlaufen kann. Der Mann, der müsste vor allem etwas anderes noch haben, was er auch nicht hat. Er hat nicht nur kranke Beine, die Heilung brauchen, sondern er braucht eine Begegnung mit Gott. Er braucht Vergebung von seiner Schuld und von seinen Sünden. Er muss innerlich ganz werden. Und so hat Jesus, der Mann, zuerst sein Herz heil gemacht und ihm Vergebung zugesprochen. Ihm vergeben seine Schuld und Sünde. Und dann, als Zweites, hat er ihm körperliche Heilung geschenkt, so dass der Lahme wieder laufen konnte. Und das Heilungswunder, das zeigt, dass etwas, wo eigentlich für uns alle gilt. Manchmal schauen wir so in der Weltgeschichte umeinander und finden, hey, der hat das Problem, der braucht das, der braucht das. Aber es ist nicht immer das Offensichtlichste, was das grösste Problem ist. Sondern oft ist das, wo man wirklich
müssen gesund werden. Nicht irgendwie der Körper, sondern vor allem unser Verhältnis zu Gott. Wir alle brauchen Jesus. Vor allem dann, wenn es um unsere Rettung geht. Das Erste, wo das unglaubliche Ereignis, wo passiert ist, unmittelbar bevor Jesus dem Levi begegnet ist, das zeigt uns auf, dass Jesus nicht nur einfach die körperliche Not von dem Menschen gesehen hat und der begegnet ist, sondern ihm Vergebung von seiner Schuld zuerst gegeben hat. Und damit du dir kannst merken kannst, dass jeder Mensch Jesus braucht, zuerst mal zum gerettet werden, habe ich noch ein paar Sachen, die ich dir möchte mitgeben. So ein bisschen zum dran denken. Jetzt will ich eigentlich ein bisschen shooten, aber hey, nein, der Ball, der ist ja voll platt. Was brauche ich, wenn ich einen platten Ball habe und nicht kann gut shooten mit dem? Hä? Ist ja logisch, eine Pumpe, oder? Wenn du einen platten Ball hast, brauchst du eine Pumpe. Oh. Nein, jetzt habe ich nicht einmal mein Handy da, jetzt kann ich nicht einmal schauen. Aber wahrscheinlich hat mir eh niemand geschrieben, ich weiß es auch nicht. Hey, seit wir hier auf den Baum gezogen sind, ich weiß es auch nicht. Ich finde es ein bisschen. Das auch nicht. Montag fängt die Schule an, das erste Mal in die neue Klasse. Ich weiß es auch nicht. Mir ist ein bisschen langweilig. Zu Binz hatte ich noch Kollegen gehabt, hey, aber jetzt. Auch nicht. Ist offensichtlich, was ich brauche. Was brauche ich? Hä? In dieser Situation? Neue? Neue Freunde? Wäre nice. Hey, nein, ich glaube es nicht. Hey, der andere hat mich voll fertig gemacht. Weißt du, ich habe ja nur abgeschrieben, weil der Lehrer nicht gesagt hat, dass er eine Prüfung macht heute. So einen Dreckskeib, hey, nein, ehrlich. Hey. Und der andere hat mich auch verpfiffen, du. So ein Sack. Ah, von wegen Sack, weißt du was? Das ist ja, glaube ich, sein Turnsack. Ja, komm, einfacher Prozess. Den findet er nicht so schnell wieder. Was brauche ich? Was ist offensichtlich. Schön gesagt, Jesus, ja, genau, das brauche ich auch, genau. Es gibt manchmal Situationen, da ist klar, was man, oder haben wir das Gefühl, es ist klar, was der andere braucht. Oder was jetzt gebraucht wird. Wenn der Ball platt ist, brauchst du eine Pumpe, logisch. Wenn einer einsam ist, braucht er vielleicht Freunde, denkst du, ja, ist logisch, das ist das Wichtigste für ihn in dem Moment. Ja. Aber manchmal gibt es eine Situation, ist gar nicht so klar, was braucht er jetzt eigentlich. Aber Jesus hat den Gelähmten gesehen und alle haben gedacht, ja logisch, der braucht Heilung. An seinem Bein, an seinen Beinen. Aber Jesus hat in sein Herz gesehen und gemerkt, hey, der braucht noch viel mehr als gesunde Brei. Der braucht Rettung, Vergebung. Und darum hat er ihm das gegeben. Und das hat Menschen ins Staunen versetzt. Also, Jesus möchte uns viel mehr geben, als nur das, was wir manchmal denken, dass wir brauchen. Nach dieser Heilung und das, was die Heilung ausgelöst hat, von dem Gelähmten, lesen wir im Lukas Kapitel 5, Vers 27, dass Jesus die Stadt hat verlassen wollte. Und früher war das ein bisschen anders als heute hier im Baum. Man kennen wir das auch nicht, oder? Er hat eine Stadtmauer gegeben, das Tor. Und jeder, der in diese Stadt hinein ist oder aus dieser Stadt raus, der hat an dem Tor vorbei müssen. Und an dem Tor ist einer gesessen. Nicht per Zufall, sondern einer, der dort sein grosses Geld hat wollen machen. Nämlich der Levi. Er war Zolleinnehmer. Und ausgerechnet bei dem Levi bleibt Jesus stehen. Und jetzt die, die den Hintergrund von damals ein bisschen kennen, die wissen, was jetzt die Menschen um Jesus herum gedacht haben, wo Jesus ausgerechnet beim Levi, bei dem Zolleinnehmer, stehen bleibt.
Was waren Zolleinnehmer für Leute gewesen? Wer kann mir da ein paar Stichworte geben? Verräter. Bitte? Gauner. Wieso kommen jetzt die beiden Leute auf so Sachen? Von den Kindern möchte ich mal noch etwas hören. So klein, gross, wie auch immer. Hä? Wieso haben die Zöllner so einen Ruf gehabt? Wissen ihr das? Weiss das jemand? Nicht so schüch, hey, hallo? Weil sie krumm sind. Sie haben krumme Sachen gemacht, genau. Sie haben, obwohl sie Juden waren, haben sie für die Römer die Macht, die die Juden, wie soll ich sagen, Knechte, das ist ein bisschen übertrieben, einfach die Besatzungsmacht waren in Israel, für sie haben sie geschaffet. Aber das Schlimmste war nicht nur das, dass sie für die Feinde der Israeliten geschaffen haben, sondern dass sie bei dem Job auch noch das eigene Volk ausgenommen haben. Und darum waren die Zolleinnehmer so verhasst von den meisten Juden. Und was macht Jesus? Jetzt bleibt er bei so einem stehen. Hey, so einen musst du links liegen lassen. Jeder, der einen Zolleinnehmer gesehen hat, hat gewusst, hey, der Typ ist krank, der ist krumm, der braucht Hilfe. Also nein, und sie haben eigentlich erwartet, dass Jesus dem alle Schande sagt. Was eigentlich für ein Typ, dass er sei, dass er für die Römer schafft, dass er sein eigenes Volk ausnimmt. Aber die meisten von ihnen haben die Leute einfach links liegen lassen, nicht beachtet. Sie gemieden. Und Jesus geht direkt auf den Levi zu. Warum? Ja, auf eine Art hat jeder gesehen, dass der ein Problem hat. Er hat nämlich keine Freunde gehabt. Er hat nur viel Geld gehabt. Aber jeder hat gewusst, hey, so ein Zöllner, mit dem will ich eigentlich gar nicht tauschen, obwohl man schon neidisch war auf all das Geld, das er hatte. Die Menschen haben gesehen, hey, das ist einer, der braucht. Bei dem läuft einiges nicht in der Ordnung in seinem Leben. Aber wie schon beim Gelähmten sieht Jesus eben nicht nur das, was die anderen von außen her gesehen haben, sondern er hat gewusst, was der Levi in seinem Herz braucht. Und wisst ihr, was er nachher gesagt hat, Jesus zum Levi? Zu dem Zolleinnehmer, dem unbeliebten Kreib. Er ist zu einem Mann gegangen, hat nur ganz kurz gesagt, hey, komm und folg mir nach. Komm und folg mir nach. Die Leute haben ihren Ohren nicht getraut. Aber Jesus hat ihm nur das gesagt, komm und folg mir nach. Jesus hat ganz anders reagiert, als man das erwartet hat von ihm. So wie vorher beim Lahmen. Und das «Komm und folg mir nach» hat der Tag für den Levi, der angefangen hat, wahrscheinlich wie die meisten Tage in seinem Leben, so ganz gewöhnlich, so ganz unspektakulär, hat sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Ohne zu zögern, ist der Levi aufgestanden, hat alles stehen und liegen lassen und ist Jesus nachgefolgt. Das lesen wir dann im Lukas 5, Vers 29. Einfach zack, fertig. Mein altes Leben ist vorbei. Er steht auf und folgt Jesus nach. Auf einen Schlag. Weil er gemerkt hat, hey, mein Problem ist nicht, dass ich gelähmt war wie der andere da, den ich gehört habe, was passiert ist. Ich habe andere Probleme. Aber in einem sind wir gleich. Auch ich bin schuldig. Auch ich habe Schulden. Aber sagt mal, wie kann das sein? Dass ein reicher Mann, also es gibt wenig, die reicher waren als der Levi, wie kann der Schulden haben? Ich meine, er hat ja viel Geld. Was für Schulden hat er denn gehabt? Nicht finanzielle, sondern er ist schuldig vor Gott. Und Jesus hat gesehen, hey, auch ihm fehlt das Allerwichtigste. Und darum ist er bei ihm stehen geblieben. Der Levi hat mit dem
komm und folg mir nach, hat er auf einmal realisiert, hey, es gibt nur einen, der mich von meiner grössten Not frei machen kann. Einen, der mir meine Schuld, die ich kann, vergeben kann. Ich kann nur durch Jesus Vergebung finden. Und er gewusst, hey, wenn ich so weiterlebe wie bis jetzt, dann verpasse ich das Allergrößte und das Allerbeste. Und darum ist er ohne zu zögern aufgestanden und ist Jesus nachgefolgt. Er hat geschnallt, hey, egal, was ich alles verkehrt gemacht habe, egal, wie schlimm, dass ich gelebt habe, wie gemein ich war, bin, ich kann einfach aufstehen und Jesus nachfolgen. Und er kann mir vergeben und mein Leben neu machen. Jesus, er hat geschnallt, Jesus, ich brauche Jesus, um gerettet zu werden. Und dass wir das mitnehmen können, möchte ich ein paar mutige Kinder, ich sage jetzt mal 4. Nein, komm, wir nehmen 6. 6 Kinder brauche ich schnell da vorne auf der Bühne. Wer kommt führen? Also, eine, Joas. Wuhu! Gut, jetzt brauchen wir noch ein paar. Kommt. Ich brauche auch noch ein paar grosse. Komm. Simon, komm jetzt. Fabian, kommst du auch noch? Hä? Nein, Fabi. Oh, wer kommt noch? Ich brauche noch. Also, 1, 2, 3, 4. Also, sonst machen wir es halt mit denen, die da sind. Also, der Silas hat auch noch gesagt, er will kommen. Habe ich gehört sagen. So schnell geht das. Sehr gut. Also, wer von euch kann lesen? Könnt ihr schon lesen? Nicht, hä? Dann du schon. Also komm, dann stehst du mal dahinter und tust mal lesen, was steht da? Erde. Erde, genau. Und was steht da oben? Siehst du es da? Oh, kannst du ein bisschen da vorne kommen, um es lesen zu können. Siehst du, was da steht? Himmel. Himmel. Wer kennt das Spiel, wie man von der Erde in den Himmel kommen kann? Kennt das jemand von euch? Hä? Kommen wir mal da rüber, alle da hinten. Ja, schauen so. Also eigentlich will mir dann etwas schiessen, hä? So. Hä, schaffen wir das? Wer kann das? Immer zuerst 1 Bein, dann 2 und dann 1, 1, 1. Also, live. Sehr gut. Und so schnell kommt man in den Himmel, hä? Also. Jetzt kannst du da vorne kommen und jetzt kannst du da aufs Eis hüpfen. Einfach, schaffst du das? Aufs Eis. Mit einem Bein aufs Eis. Gut, stopp. Und jetzt kannst du auf beide Beine. Und jetzt hat es da eine Zahl, das ist Eis. Und weißt du, was das ist? Das ist ein Buchstabe. Ein T. Also komm, das T schreiben wir da hin. Gut, jetzt kannst du da überstehen. Jetzt kann... wie heisst du? Janis. Kommst du da hin? Kannst du ins 2 gumpen? Auf ein Bein. Schau, bis da. Wow, gerade direkt, eine übersprungen, sehr gut. Du, und weißt du, was jetzt da steht? Kennst du den Buchstaben? Es G. Es G. Super. Gut. Jetzt, wenn wir sehen, was du kannst. Kannst du da, also da ist auch Abstand zwischendurch und gehst zum 3 und 4 rein. Ist gut. Jos. Also. Oh! Probier's nochmal. Du hast eins bei da und dort musst du mit beiden Beinen landen. Ist gut. Also, los. Super. Und du hast jetzt auch noch Buchstaben bei dir. Das 3 ist was? Welcher Buchstabe? E und das I. Gut. Und jetzt kommt der Junior. Du kannst gerade bis da vorne gumpen. Komm, schaffst du das? Ja, eins Bein. Geht auch, oder? Oh, schier. Sehr gut. Was hast du für einen Buchstaben? Das T. Gut. Und jetzt Silas vom Stand bis in den Himmel. Komm, los geht's. Oh, satte Lander auf dem 5, nicht ganz bis 4. Was hast du für einen Buchstaben?
Das R. So. Und das wird uns jetzt daran erinnern, dass wir Jesus brauchen, weil er uns was geben kann. Was heisst das? Wie würde man dem richtig sagen? Wer weiß es von euch? Ja? Himmel. Nein, steht nicht, da fehlt das H. Rettung, genau. Also, wir brauchen Jesus, weil er allein uns Rettung geben kann. Das hat er realisiert, der Levi. Also, jetzt könnt ihr runter und wir singen miteinander das Lied, wo es auch eben um die Rettung geht, wo Jesus uns gibt. An meiner Stelle. Bevor es dann weitergeht, dürft ihr gerne noch mal aufstehen, bevor wir noch mal ein bisschen sitzen bleiben nachher. Also, das Erste, was der Levi gecheckt hat, wo Jesus zu ihm kam und gesagt hat, komm, folg mir nach, war, dass er gecheckt hat, dass er, so wie jeder andere Mensch auch, Jesus braucht, weil er ihm Rettung gibt. Das haben wir vorher noch gesehen miteinander. Aber er hat gemerkt, dass Jesus eigentlich stehen geblieben ist, um ihm noch viel mehr zu geben, als einfach die Rettung, die Vergebung von seiner Schuld, das ewige Leben. Ja, das ist so kostbar, etwas Besseres gibt es nicht. Aber Jesus hat ihm noch viel mehr geben als das. Er hat nicht nur einfach seine Vergangenheit in die Ordnung bringen und ihm Vergebung von seiner Schuld geben, sondern er hat auch ihm ein neues Leben schenken. Wie das im Leben vom Levi ausgesehen hat das, und wie das Wirklichkeit geworden ist, dass in dem Moment, als er sich entschieden hat, mal, ich folge Jesus nach, ich bleibe nicht einfach in meinem alten Leben sitzen, ich mache nicht einfach weiter wie bisher, wie sich sein Leben verändert hat, das erfahren wir in den nächsten Vers. Da heisst es, kurz darauf ab, hat er, der Levi, für Jesus in seinem Haus ein grosses Fest gegeben,
hat viele Zolleinnehmer und andere Menschen mit einem schlechten Ruf dazu eingeladen. Und Jesus und seine Jünger sind mit dabei gewesen. Und das ist der nächste Skandal. Die empörten Pharisäer und Schriftgelehrten haben gesagt, sind zu den Jüngern und haben gesagt, hey, warum gebt ihr euch mit solchen Sündern und Betrügern ab? Jesus hat das mitbekommen und hat ihnen eine einfache Antwort gegeben und hat gesagt, hey, hört, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt. Du gehst ja auch nicht zum Doktor, wenn du gesund bist, oder? Ja, okay, stimmt. Zur Kontrolle geht man manchmal, hä? Aber eigentlich geht man zum Arzt. Jesus sagt, hey, nicht die Gesunden, die brauchen den, sondern die Kranken. Hä? Die Kranken. Ich bin nicht gekommen für die, die das Gefühl haben, sie brauchen Gott nicht. Sondern ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu Gott zu rufen. Und für das bin ich da. Jetzt, der Levi hat gemerkt, hey, Gott ist interessiert an mir. Egal, was ich alles verkehrt gemacht habe. Er liebt mich. Er will mein Bestes. Er will mich retten. Und das Nächste, was er kapiert hat, ist, hey, aber Jesus will mich nicht nur retten, ich brauche Jesus, weil er mich retten will, ja. Aber ich brauche ihn auch für ein neues Leben. Und wie das neue Leben bei ihm ausgesehen hat, das sehen wir an dem, dass er jetzt eine Fete macht, ein Fest. He? Und ganz viele Leute dazu einladet. Jetzt, was denken Sie, was sind die Sachen gewesen, die das Leben vom Levi geprägt haben, bevor er Jesus begegnet ist, bevor Jesus ihm begegnet ist? An wen hat er vor allem gedacht? Um wen ist es ihm gegangen in seinem Leben? Ist er darum besorgt, dass die armen Leute genug zu essen bekommen und dass es ihnen gut geht? Hä? Ich glaube es nicht, oder? Sein Leben hat so ausgesehen. Ja, und wen ist es gegangen? Um ihn selber. Ja, sein Leben hat sich vor allem um ihn gekreist. Er hat geschaut, dass er nicht zu kurz kommt, dass ihm gut geht. Wer von euch ist Zolleinnehmer? Niemand. Hey, aber wisst ihr was? Ich glaube, manchmal sind wir gar nicht so weit weg vom Levi. Ja? Wer von uns hat es nicht am besten? Ich meine, ich muss nur einen Hamburger anstellen, der vier. Und der Größte ist für wen? Für mich, natürlich, oder? Also vielleicht ist es eher ein Schokokuchen oder irgend so, das grösste Stück und so. Können wir uns manchmal streiten. Aber ist es nicht so, dass in vielem wir wollen, dass es doch uns gut geht? Der Levi, ihm ist es sowas von egal gewesen. Hauptsache ihm geht es gut. Wenn er die anderen ausgenommen hat, ist nicht sein Problem. Hauptsache er hat etwas davon. Hä? Und von dem hat Jesus ihn frei machen. Wo Jesus in sein Leben hineingekommen ist, dann ist etwas passiert in seinem Leben. Wisst ihr was? Wow, wo habe ich den roten Stift da? Jetzt ist etwas anderes in der Mitte gestanden von seinem Leben. Nicht er, sondern... Also, da habe ich... Ich schreibe jetzt da Jesus. He? Und wie hat jetzt sein Leben angefangen zu drehen? He? Um Jesus. Aber... Das hat Kreise gezogen. Hey, früher hat der Levi eine Party nach der anderen geschmissen. Warum? Damit alle ihn bewundern, dass sie ihn cool finden, dass sie ihn beneiden. Und er kann, hey, ich, hey, boah, musst du mal schauen, hey, das war cool gewesen, gell, der Abend heute. Und warum hat der Levi jetzt ein Fest gemacht?
Er hat gemerkt, ich brauche Jesus, um gerettet zu werden. Aber ich brauche ihn auch zum Leben. Und der Levi ist jemand geworden, wo Jesus in der Mitte von seinem Leben hatte. Und er hat den Wunsch gehabt, dass all die Kollegen, die er sonst einmal zum Saufen und Party machen eingeladen haben, dass sie den Jesus auch kennenlernen dürfen. Und das hat sein Leben verändert, der Wunsch. Weil nicht mehr er im Mittelpunkt gestanden ist und sich nicht alles um ihn gedreht hat. Je mehr, desto besser. Sondern, wo Jesus in sein Leben hineingekommen ist, hat es angefangen, in eine andere Richtung zu gehen, sein Leben. Dass er nicht vor allem sich um sich selber gekümmert hat, sondern angefangen hat, Gott zu lieben, weil er gemerkt hat, ich bin reich beschenkt. Und das Geschenk, das er bekommen hat, hat er will anderen weitergeben. Das ist das Leben vom Levi. Wir kennen den Levi besser unter dem Namen Matthäus. Von dem Tag an, wo Jesus ihm begegnet ist, lesen wir nie mehr vom Levi. Er hat einen neuen Namen bekommen, Matthäus. Das heisst, von Gott geschenkt. Er hat realisiert, was er alles von Gott geschenkt bekommen hat. Und so ist er für uns alle eigentlich auch ein Geschenk geworden. Warum? Weil er das Evangelium nach Matthäus geschrieben hat und uns berichtet hat von dem Jesus, der sein Leben so verändert hat. Und ich finde es eigentlich erstaunlich, was aus dem Mann geworden ist, weil er erkannt hat, ich brauche Jesus, um gerettet zu werden. Aber ich brauche Jesus auch, um ein neues Leben können, zu leben und überzukommen. Und dank ihm, und das fällt mir auf, im Matthäus-Evangelium lesen wir ganz wenig vom Levi, aber ganz viel von Jesus. Und das ist mein Wunsch für jeden von uns, dass wir dürfen merken, hey, ich brauche Jesus, um gerettet zu werden. Aber dass wir dann auch ein neues Leben können bekommen, wo wir nicht um uns selber drehen, sondern mehr und mehr von Jesus her können Menschen um uns herum einladen und ermutigen. Und das gilt uns allen, auch im Blick auf die bevorstehenden Evangelisationstage, dass wir Menschen an die Quelle führen, dass sie erfrischt werden können, dass sie Jesus erkennen können als der, den sie brauchen, um gerettet zu werden, aber auch brauchen, um zu leben. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Ja, Vater im Himmel, danke, dass du so ein einzigartiger Gott bist. Jesus, du bist auf dieser Welt gewesen und du hast die Menschen gesehen und viele haben gedacht, ja, dem Lahmen, der fehlt, dass er rumlaufen kann. Aber du hast in sein Herz hineingesehen und gesehen, dass er noch viel mehr braucht. Der Levi ist am Zoll gesessen und die Leute haben gedacht, was für ein schlimmer Keib das ist, dem müsstest du mal alles Wüste sagen. Aber du hast ihn gerufen, um dir nachzufolgen, weil du auch ihn hast wollen retten und ihm ein neues Leben hast wollen schenken. Danke, Jesus, dass wir wissen dürfen, auch wir brauchen dich. Aber nicht nur wir, sondern auch unsere Freunde um uns herum. Und macht uns zu Menschen, die all das Gute, womit du uns beschenkst, dass wir das nicht für uns behalten, sondern können das weitergeben an die Menschen um uns herum. Amen. Jetzt wollen wir noch